Mein Name ist Eike Gethmann und als Hoteldirektor des Fairhouse bin ich für Ihr Wohlbefinden und Ihren Komfort zuständig. Ich habe in der Hotellerie, in der Gastronomie meine Passion gefunden und jetzt habe ich das große Glück, eben ein Hotel selber zu leiten. Das Fairhouse hat eine Tradition. Es gab schon immer an dieser Stelle ein altes Fairhouse, wo der Fährmann Gäste von der einen Seite der Mosel auf die andere Seite chauffiert hat. Diese Tradition wurde damals mit einem Hotel weitergeführt, war eine Beherbergungsstätte. Die Gäste konnten sich hier ausruhen und diese Tradition haben wir jetzt auch in der modernen weitergeführt und ein neues Refugium geschaffen, wo Gäste sich wohlfühlen können und natürlich die Zeit hier in Koblenz genießen können. Wasser ist natürlich auch in der Hotellerie ein zentrales Element. An einem Tag verbrauchen wir circa an normalen Tagen zwischen 20 bis 25 Kubikmeter Wasser. Leben heißt genießen, das wirklich Schöne im Leben genießen. Und das verbinde ich mit der Ressource Wasser. Und wir haben das große Glück, direkt am Wasser gelegen zu sein. Wasser ist ein wertvolles Gut und verdient es, geschützt zu werden. Jeder kann dazu beitragen, Wasser ressourcensparend einzusetzen. Auch wir hier im Hotel machen das so. Wir verzichten in den Zimmern auf PET-Flaschen. Wir füllen das Wasser selber ab, haben Filtrationsanlagen und versuchen auch bei der Reinigung, beim Kochen, überall hier im Hotel ressourcensparend mit diesem wertvollen Gut umzugehen. Wir setzen die Entkalkungsanlage der Firma Grünbeck erfolgreich hier im Fairhouse ein. Bisher sind unsere Erfahrungen toll. Das Wasser ist entkalkt. Es nimmt uns wahnsinnig viel Arbeit, gerade auch in den Reinigungsprozessen ab. Und man merkt es eben auch an der Wasserqualität tagtäglich. Meine treibende Kraft ist das Wasser, da sie der Grundstock für ein Refugium direkt an der Mosel für dieses wunderbare Hotel ist. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass wir natürlich weiterhin viele Gäste, gerade auch in so anspruchsvollen Zeiten, wie wir jetzt gerade durchleben, weiterhin die Tourismusbranche wieder zum Laufen kommt, die Gäste hier ins Fairhouse kommen und sich von uns verwöhnen lassen. Ich bin Eike Gethmann. Meine Leidenschaft ist die gehobene Hotellerie und Gastronomie. Ein Leben ohne das Fairhouse und mein Team kann ich mir nicht mehr vorstellen. Meine treibende Kraft ist das Wasser.